Ich habe heute mal was anderes für euch als meine Pints, die ich sonst immer habe, also die großen Eisbecher. Und zwar ist es hier so ein kleines Häagen-Dazs-Eis. Die sind ganz neu. Ich springe auch sofort so ins Video rein, weil ich möchte euch jetzt gar nicht lange mit, also bei so einem kleinen Eis möchte ich jetzt nicht so ein ewig langes Video machen und euch damit nerven. Es gibt davon, glaube ich, zwei Sorten, und zwar Macadamia Nut Brittle, das ist das, was ich jetzt bei Rewe gefunden habe. Und dann gibt es, glaube ich, noch Salted Caramel oder so. Ich zeige euch das gleich aber auch nochmal im Internet auf einer Website. Und ich habe es, wie gesagt, bei Rewe gekauft für 2 Euro. Und das gibt es auch im 3er- oder 4er-Pack, bin mir gar nicht sicher. Und da kostet es so 3,50 Euro. Ist natürlich viel günstiger dann, aber ich wollte jetzt erstmal eins probieren, ob es was taugt. Und es ist auf jeden Fall schon mal total High-Quality-mäßig eingepackt. Ich meine, es ist nicht wie alle anderen Eissorten, die man so Magnum-mäßig, ist ja so eine Magnum-Form. Ich sage dazu Magnum-Form. Ich habe Magnum das erste Mal gegessen und es hat halt so eine Form und deswegen ist das für mich die Magnum-Form. Könnt ihr mal drunter schreiben, wem das auch so geht. Auf jeden Fall ist das erste Eis in dieser Form, was so extra in einer Hülle drin ist, also in so einer Papphülle. Mal schauen, ob innen drin jetzt gleich Plastik ist. Das ist natürlich dann nicht so umweltfreundlich, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Und das Design ist das typische Häagen-Dazs-Design, da ist nichts groß anders. Also so ein bisschen klassischer gemacht. Dieses Dunkelrot, das Häagen-Dazs-Logo, Macadamia Nut Brittle. Und es hat, hier haben wir die Nährwerte, 255 Kalorien für ein 70 Gramm Ding. 18,3 Gramm Fett, recht viel. Und wo ist der Rest? Hier geht's weiter. 19,3 Gramm Kohlenhydrate, also fast gleich viel Fett wie Kohlenhydrate und 3 Gramm Eiweiß. Und jetzt gucken wir, was wir genau haben. Und zwar ganz unten steht es auf Deutsch. Wir haben Vanille-Eiscreme mit krokantartigem Macadamia-Nussbruch. 10% und einem Überzug mit belgischer Schokoladenkuvertüre 22%. Also 32% anderes als Vanille-Eis ist hier drin. Und die erste Zutat in der Vanille-Eiscreme ist auch frische Sahne. Vanille-Aromen, natürliche, aber ja, sind halt nicht so natürlich wahrscheinlich. Das kommt später nochmal. Keine Lust mehr, das genau anzuschauen, wo das jetzt genau alles drin steckt. Auf jeden Fall sind auch Macadamia-Nüsse drin, echte, allerdings ziemlich weit hinten, wie ihr hier sehen könnt. Ein Früchte kann es noch enthalten. Naja, so, Made in France ist es, also in Frankreich gemacht. Und wenn man das so im Internet sucht, kommen auch erstmal viele französische Seiten, weil es jetzt eben noch nicht so lange hier gibt. Und ja, Macadamia Nut Brittle ist eins meiner liebsten Mini-Cups von Häagen-Dazs, deswegen bin ich sehr gespannt. Das ist eigentlich mit meinem Lieblingscup von den kleinen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das hier ist. Okay, also ich habe schon mal in so eine große Packung reingeschaut. Und die großen, also man sieht es, die großen Packungen haben innen genau die gleichen drin. Also die sind genauso eingepackt. Einfach nur mit dem Häagen-Dazs-Logo ringsrum. Und es ist halt jetzt, ist halt Doppelverpackung, ne? Das ist halt die Frage, ob man das unbedingt braucht, diese Pappschachtel. Das ist halt... Ja, soll halt Qualität suggerieren und hochwertig wirken und tut's ja irgendwie auch, aber es ist ja eigentlich sinnlos. So, auf jeden Fall für so kleines Stieleis. Deswegen warte ich jetzt aber auch, dass es irgendwie überhaupt nicht gebrochen. Ich hoffe, es ist so. Nee, das geht schon mal gut. Es sind wirklich keine Brüche dran, hat man ja manchmal beim Magnum zum Beispiel. Ich beiß da jetzt mal rein und schaue, ob es schön knackt. Auf jeden Fall die Farbe. Die Farbe ist so ein Mittelding aus Vollmilch und zartbitter, finde ich, aber eher in die Vollmilchrichtung fast. Der erste Biss ist ziemlich unspektakulär. Man sieht bisher nur Vanille-Eiscreme. Und es schmeckt, erinnert sehr an Magnum, weil es eben Vanille ist mit Schoko außenrum gerade. Ja, ich klecke hier rum. Immer noch keine Macadamia-Nussbruchstückchen. Gar keins bisher.
Das ist ja blöd. Das schmeckt auch relativ langweilig. Das schmeckt Magnum besser von der. Oder man bildet sich das ein, aber doch. Weiß nicht. Magnum ist hat eben nicht so eine ganz dichte Eiscreme drin. Das ist hier ein bisschen dichter, würde ich sagen. Und irgendwie passt das da besser und schmelzt besser. Das hier ist fast ein bisschen eisig. So, jetzt kommt hier mal ein erstes kleines Stückchen irgendwas anderes. Muss es jetzt mal probieren. Aber es ist sehr mau, muss ich sagen. Also sehr wenig. Das ist das Erste. Ihr könnt es hier sehen. Es ist jetzt nur noch so ein Rest Karamell. Viel geschmeckt habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Man schmeckt ganz kurz Karamell. Ihr seht hier noch diesen Rest, aber dann ist es weg. Ich beiß ab und es kommt einfach nichts. Es kommen keine Stückchen. Das ist eine totale Pleite gerade. Ich hatte anderthalb Macadamia-Nuss-Stückchen, wovon... Also, war kaum Macadamia-Nuss. Ihr habt jetzt mal so ein bisschen Schokolade. Ist gerade abgefallen beim Reinbeißen. Und da ist am Rand eben Karamell mit so minimal kleinen Macadamia-Nuss-Stückchen drin. Aber es ist ziemlich wenig, ehrlich gesagt. Hier seht ihr jetzt auch nochmal. Also so ein paar davon sind drin. Vielleicht sind das so 5 oder 7 Stellen, wo so kleine Karamell-Macadamia-Nuss-Stellen sind. Aber man schmeckt halt so gut wie, wie gar keine Macadamia-Nuss. Und Karamell immer nur ganz kurz, ganz leicht. Also für mich ist das leider gerade eine ziemliche Enttäuschung, das Eis. Braucht man sich echt nicht holen. Also da gibt's viel, viel geilere Magnum-Eissorten. Tut mir leid an alle Häagen-Dazs-Fans jetzt, aber das ist sehr schlecht. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich das Salted Caramel probiere. Wenn ihr es probiert habt und gut fandet, könnt ihr es jemand drunter schreiben. Und auch wenn ihr beide probiert habt, so den Vergleich. Weiß nicht, ob ich jetzt Pech hatte mit meinem hier, aber nicht so gut. Ja, da gibt es wirklich deutlich geilere Magnum-Sorten mit dreifach Schokoladenschicht oder irgendeiner Creme unter der Schokoschicht noch. Weil die Stückchen, die hier drin waren, waren halt so gut wie gar nicht. Und ansonsten ist es halt einfach Vanilleeis mit Schoko drumherum. Also das braucht man nicht. Beziehungsweise brauche ich nicht. Ich zeige euch jetzt trotzdem gleich nochmal ganz kurz im Internet, wie es aussieht. Und ja, das würde mich echt mal interessieren, was ihr zu dem Eis sagt. Schade, schade. So, auf der Häagen-Dazs-Seite selbst habe ich es noch gar nicht gefunden. Aber auf der Lebensmittelzeitung, und da zeige ich es euch jetzt einfach, die andere Sorte. Das ist Salted Caramel, das hatte ich gerade. Und es sieht aus, als wären hier 3 drin. Ich glaube, da passen 3 nebeneinander. Das ist jetzt diese größere Packung.